Hasta la vista, baby, sagt der Terminator, greift zu seiner Waffe und schießt. Was im Film ziemlich einfach klingt, das Greifen eines Roboters, ist in Wirklichkeit ziemlich kompliziert. Ich versuche das mal hier an meiner wunderschönen Tasse ein bisschen zu erklären. Und zwar, denken Sie sich mal die komischen Dinger da herum weg, ist eine Tasse ja schon ein relativ komplexes Konstrukt. Man hat hier eine leicht konische Form, man hat einen Henkel, man kann von verschiedenen Seiten greifen. Stellt man sich das Ganze jetzt in einem Tisch vor, hat man andere Objekte, die da rumstehen, die bestimmte Griffe blockieren können. Ich als Mensch habe damit kein Problem. Ich habe schon unzählige Male eine Tasse gegriffen und weiß daher, ja, ich muss da so rangehen oder so rangehen, dass ich einen guten Griff habe. Aber wie lerne ich das einem Roboter? Nun, wir machen das natürlich mit Computern, weil wir sind Wissenschaftler. Das heißt, wir bauen ein Computermodell dieser Tasse. Und bauen dann, also wählen dann Punkte aus, die sind hier weiß markiert und bauen darauf sogenannte Normalvektoren auf. Das sind nichts anderes als sehr, sehr lange Linien, die senkrecht auf der Oberfläche stehen, sodass wir eine gewisse Umgebung für diese Tasse haben. Und nun kommt meine Roboterhand her, stellen Sie sich vor, ich bin ein Roboter, und testet so lang mit den Gelenken herum, bis 5 dieser Normalvektoren geschnitten werden. Und dann werden die Finger langsam darauf zubewegt, sodass ich einen Griff habe. Nun muss ich natürlich diesen Griff bewerten, ob es ein guter Griff ist, weil wenn ich jetzt so greife, dann bringt das nicht viel. Das heißt, man hat dafür verschiedene Kriterien. Zum einen könnte man zum Beispiel die Position der Hand auswerten, dass zu bestimmten Symmetrieachsen die Relation dazu hergestellt wird. Oder man könnte auch versuchen, die Tasse ein wenig zu bewegen und die Kräfte in den Fingern zu simulieren, sodass man dann weiß, wie fest zugegriffen wird. Daraus baue ich mir dann eine Datenbank mit ganz vielen Griffen. Insgesamt für eine solche Tasse sind das ungefähr 350, wovon man dann 30 ungefähr verwenden kann. Und das nächste Mal weiß dann der Roboter wunderbar, welchen Griff er nehmen kann und hat ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel um ein Objekt herum zu manövrieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.